Hallo und herzlich willkommen beim Primetime Talk. Mein Name ist Kati Karrenbauer. Und mein Name ist Bernhard Schwendemann. Heute haben wir unter anderem dieses Thema, Demenz. Wie empfinden die Betroffenen ihre eigene Situation? Wie gehen Angehörige, Freunde und das Umfeld mit dieser Situation um? Dazu eingeladen haben wir heute einen sehr geschätzten Kollegen, meinen Kollegen. Und er als Angehöriger kennt das Leid der Betroffenen nur zu gut. Herzlich willkommen, Armin Dalla Piccola. Hallo. Hallo. Abend. Außerdem befassen wir uns heute mit dem Thema Tod. Das noch so junge Jahr 2016 ist ja überschattet von vielen Todesmeldungen. Und auch dazu haben wir eine Expertin eingeladen. Sterben, Tod, Thema Hospiz. Frau Andrea Schwarz. Hallo. Bereichsleiterin des Hospiz CS Rennweg. Habe ich das richtig ausgedrückt? Sehr gut. Andrea, herzlich willkommen, guten Abend. Dankeschön für die Einladung. Andrea, 2016, ich habe es ja gerade erwähnt, ist ja medial gesehen, hört man ja immer wieder viele Todesfälle. Ist das, bekommen nur wir das so mit oder ist das tatsächlich so, dass das im Moment ganz, ganz extrem ist? Also ich glaube, dass der Tod und das Sterben jetzt 2016 nicht explizit mehr ist als die Jahre zuvor. Ich glaube, durch diese vielen Prominenten, die verstorben sind, ist es einfach mehr in den Medien, ja, mehr in der Presse und dadurch auch mehr im Blickfeld der Menschen. Also es gibt eine größere Aufmerksamkeit auf den Tod und auf die Hospize, genau, weil eben so viele Prominente gestorben sind. Ich glaube schon. Ich arbeite schon seit 20 Jahren im Hospizbereich jetzt mittlerweile und ich erlebe den Tod jetzt nicht als präsenter als vor zwei oder vor drei Jahren. Was allerdings auffällt, ist, dass der Schwerpunkt sich verlagert, die Menschen werden jünger. Okay. Es ist der Tod nicht mehr ein Privileg des alten Menschen, sondern es sterben auch jüngere Menschen an schweren Erkrankungen. Du bist ja CS Caritas Socialis, heißt genau, dieses Unternehmen. Genau. Nicht zu verwechseln mit der Caritas. Nein, wir arbeiten mit der Caritas, ja, zusammen im Hospizbereich, sind aber ein eigenständiges Unternehmen, das 1918 von der Hildegard Burian, einer geistlichen Schwester, es ist eine Schwesterngemeinschaft, gegründet worden ist. Mhm. Und die immer das Motto hat, die Zeit der Not zu lindern. Verstehe. Die Zeit der Not zu lindern, also das Ende zu, oder den letzten Weg auf eine schöne Art und Weise zu begleiten. Ja, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass der Mensch am Anfang und am Ende seines Lebens besonderen Schutz braucht. Mhm. Und unsere Aufgabe ist es, im Hospizbereich Menschen bis zuletzt mit bestmöglichster Lebensqualität zu begleiten. Das finde ich ganz schön, weil wir haben natürlich auch viele Freunde. Ich habe ja auch viele Freunde begleitet, gerade im Hospiz. Also bis zum letzten Atemzug, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich, das ist eine schwere Aufgabe, aber eigentlich auch eine schöne Aufgabe. Macht ihr das zum Beispiel auch so, dass, ich kenne das aus dem Kieler Hospiz, was ich ganz toll fand, dass wenn jemand gegangen ist, dass die Spiegel verhangen werden, damit die Seele sich nicht ins Antlitz guckt. Dann wurden die Fenster aufgemacht. Das ist so ein bisschen auch meins, damit die Seele fliegen kann. Mhm. Und dass eine Rose vor die Tür gelegt wurde, macht ihr sowas auch? Also es ist ganz individuell, weil ja jeder Mensch in seinem Leben individuell ist und so auch im Tod oder im Sterben. Es ist sehr viel abhängig von der Glaubensgemeinschaft. Es gibt Richtungen, wo das Fenster offen sein muss, dass damit die Seele gehen kann. Es gibt im Buddhismus zum Beispiel, soll man den Leichnam nicht berühren, damit diese Energiearbeit noch vollendet werden kann. Mhm. Also wir versuchen, so gut es geht, darauf Rücksicht zu nehmen. Es steht, während ein Verstorbener im Bereich oder auf der Station ist, ein Öllicht, damit das jeder weiß, dass jemand verstorben da ist. Und es gibt viele Verabschiedungsrituale. Es werden Kerzen gebastelt für die Angehörigen mit dem Todesdatum drauf. Großartig. Also auch großartig, dass der auf den Glauben noch so Rücksicht genommen wird. Ja, das ist ganz ja, wichtig. Aber es ist auch kein Thema, wenn jemand keinen Glauben, ja, hat. Also ja, das ist völlig, der Mensch ist so, wie er ist. Egal welche Religion, egal welche Herkunft, welche Hautfarbe.
Jetzt betreut ihr viele Demenzkranke und dazu darf ich unseren Gast Amidala Pekule jetzt mal befragen. Ich freue mich natürlich, dass du da bist. Ja. Wir kennen uns als Kollegen. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Vielen Dank. Lange bei Hinter Gittern zusammengearbeitet. Dann warst du Vorläufer für Alles, was zählt, wo ich ja später dann auch gedreht habe. Und auch bei Hinter Gittern wurde viel gestorben. Da wurde auch viel gestorben, genau. Und jetzt haben wir uns neulich nach vielen Jahren wieder getroffen auf einer tollen Lesung, die du mit Armin, mit Stefan Puntigam und Karin Böhne gemacht hast. Und da sprachen wir über das Thema Demenz. Und da erzähltest du mir von deiner Mutter. Du kommst ja aus Vorarlberg. Ja. Und betreust deine Mutter tatsächlich über viele Jahre jetzt. Ja, ich begleite sie in Abständen immer wieder. Ich habe nicht die Gelegenheit, immer bei ihr zu sein, weil ich sehr viel in Berlin arbeite. Und, aber ich fahre immer wieder hin und ich begleite sie. Ich war auch dann, als es anfing, bemerkbar zu sein, dass sie wohl dement ist, war ich gerade 3 Monate im Ländle und habe dort Theater gespielt und war ihr da sehr nah. Warst du sehr nah? Jetzt muss man ganz kurz nochmal nur zu dem Wort, das fand ich irgendwie ganz schön. Demenz heißt unvernünftig, lateinisch kommt das aus. Dementia, also mens ist der Verstand und de ist weg. Der Unverstand also der ist quasi. Weg. Wann hast du denn, du sagst, du warst da gerade im Vorarlberg oder in der Nähe, wie lange ist das ungefähr her und woran hast du das bemerkt, dass deine Mutter möglicherweise vielleicht diese Krankheit haben könnte? Das war 2009, so. Da, also mein Vater ist schon seit 2001 nicht mehr unter uns und sie lebt allein in ihrer Wohnung. Im Stockwerk drüber wohnt mein Bruder mit seiner Frau, aber die waren so für sich. Also meine Mutter war ganz allein. Und da merkte ich, wenn ich eben zu Besuch dann war, dass die Sachen in der Wohnung ein bisschen anders gehandhabt werden. Oder, dass sie Dinge verlegt hat? Dass sie immer wieder zur selben Schublade läuft, wo das ganz bestimmt nicht drin ist, was sie sucht. Mhm. Das wusste ich, weil ich dort aufgewachsen bin, dann halt besser als sie. Und ich merkte, dass sie sehr unsicher wird, wenn sie Bus fahren muss. Sie wollte dann genau zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wollte sie eben nicht mehr mit dem Bus alleine nach Hause, wenn ich mit ihr in der Stadt war. Und da dachte ich, das ist nicht sie. Wie alt war sie da? 2009 war das ist Jahrgang 24. Gott. Müsste ich rechnen. Also jetzt ist sie 85. Jetzt ist sie 92. 92 ist sie sogar schon. Ja. Ja, schau mal, dann war sie 2009 7 Jahre zurückgerechnet, war sie 85. Ja. Wobei man da ja auch sagen könnte, das könnte auch eine Altersdemenz sein. Ja. Aber es gibt eben auch, das ist ja eine Hirn, also da wird ja die Hirnmasse, da geht es ja um die Hirnmasse, die sich, ich will es nicht sagen verschiebt, aber die letztendlich betroffen ist. Und da würde man ja eher sagen, auch die ist ein bisschen tüdelig geworden, oder? Man neigt dazu, weil man schützt sich ja vor dieser Erkenntnis, dass das jetzt die Alzheimer- oder die Demenzkrankheit ist. Und wir haben alle natürlich längere Zeit gesagt, na, du wirst halt vergesslich. Schau, ich vergesse auch die ganze Zeit irgendwas. Also ich habe ihr ganz oft signalisiert, dass sie jetzt, und ich wollte es auch nicht wahrhaben natürlich, obwohl ihre Mutter auch sehr dement war und meine Tante davor auch rapide dement wurde und ganz stark abgebaut hatte. Also, aber trotzdem, man verdrängt es. Man möchte sich und ihr dauernd das Gefühl geben, nein, es ist alles gut. Wir werden ja alle vergesslich. So. Und dann, aber das ist dann natürlich nicht mehr aufzuhalten. Ist das typisch, Andrea? Sowas, hörst du sowas auch immer wieder, auch dass Angehörige sagen, wir verdrängen das mal, wir schieben das mal beiseite, bevor Handlung passiert? Also ich glaube, wir wissen ja mittlerweile, dass der Beginn auch von den Betroffenen selber sehr gut und sehr lange überspielt wird. Mhm. Einfach die Scheu, auch zum Arzt zu gehen und zuzugeben oder sich selber einzugestehen, ich brauche Hilfe, das ist ja in unserer Gesellschaft eher schwer. Und wir erleben das schon und dass das die Angehörigen dann auch verdrängen, was ja nicht richtig ist, weil man kann sehr frühzeitig mit Medikamenten einsetzen und den Verlauf verlängern, beziehungsweise, dass die Lebensqualität besser ist mit den Medikamenten. Also die Früherkennung spielt da eine ganz wichtige Rolle. Genau. Ne? Und wirklich auch, das fängt ja an, es gibt ja diese primäre Demenz, das heißt, das sind diese Vorstufen, wo eben so kleine Sachen verlegt werden, wo Alltägliches, was eben genau wie du das gerade erzählst, so bestimmte Dinge, die an bestimmten Orten waren, dann nicht mehr an bestimmten Orten niedergelegt werden oder gefunden werden. Und dann gibt es ja so eine zweite Phase, wo eben die Ängste kommen, tatsächlich genau das, was du sagst, und sich nicht mehr sicher fühlen, Ängste haben, nach draußen zu gehen. Da gibt es Aggression.
Kennst du sowas auch, dass Menschen? Nein, ich glaube, es ist ganz schwer, auch sich als Kind einzugestehen, dass die Mutter jetzt, dass sich es sich umdreht. Ja. Weil lange Zeit haben die Eltern die Kinder versorgt und irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich dreht und dann die Versorgung Richtung der Eltern geht. Und es ist leider so, dass wir dann die nächste Generation sind und das ist ja auch schwer zu akzeptieren und dann diesen Verfall mit anzusehen der eigenen Mutter, die man ja kennt als den Felsen, das ist nicht so einfach. Ja? Gibt es jetzt einen Unterschied, weil Armin vorhin sagte, Alzheimer-Demenz, das ist ja schon ein Unterschied. Also es gibt ja die Alzheimer und es gibt die Demenz. Es gibt verschiedene Formen. Ja. Also ich bin nicht der Spezialist in diesem Bereich, aber es gibt verschiedene Formen. Mhm. Es gibt verschiedene Verläufe, es gibt sehr junge Menschen, die schon Demenz bekommen. Also das ist auch nicht eine Krankheit des Alters, schon noch vorwiegend, aber nicht mehr nur. Mhm. Und es gibt verschiedene Verläufe, sehr schnelle Verläufe. Es gibt Verläufe, die eher langsamer sind. Hast du junge Menschen erlebt, begleitet, betreut also, bei euch, die demenzkrank waren? Also mein Bereich ist ja der Hospizbereich. Ja. Hier haben wir schon sehr viele junge Menschen betreut, die aber nicht an Demenz erkrankt sind. Aber die Caritas Soziales bietet ja auch Tageszentren für Demenz an und da sind schon jüngere Menschen. Also die sind dann so ab 50 aufwärts und das ist jung, mit 50 an Demenz zu erkranken. Wahnsinn, ja. Und die kommen dann tagsüber und gehen am Abend wieder. Da ist auch immer die Frage, ne, wohin wendet man sich, wenn man das Gefühl hat, Entschuldigung, also ich empfinde etwas bei dem anderen. Wie hast du das zum Beispiel gemacht? Bist du irgendwo hingegangen und hast nachgefragt? Oder? Ja, es gibt viele Adressen in Vorarlberg, an die man sich wenden kann. Es gibt Vorträge von unterschiedlichen Institutionen und Hilfsgruppen. Das habe ich nicht gemacht, komischerweise. Gut, ich war auch immer dann nur sehr kurz eben bei meiner Mutter. Aber ich habe ein ganz wunderbares Buch gelesen, das genau zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist, von Arno Geiger. Das ist, der übrigens über dem Bach drüber aufgewachsen ist, also in Wolfurt, Nachbardorf. Im Nachbardorf. Okay. Arno Geiger ist aus Wolfurt und lebt, glaube ich, in Wien jetzt und ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. Der hat ein Buch über seinen Vater geschrieben, den ich aus meiner Kindheit auch noch kenne, weil der immer mit einem Sacktuch auf dem Kopf mit vier so Knöpfen drin ist, er auf der Wiese gestanden, wo ich immer vorbeigefahren bin. Also ich kannte den und als ich hörte, dass der ein Buch über seinen Papa geschrieben hat, das Buch heißt Der alte König in seinem Exil und das von Arno Geiger. Das, als das rauskam, war das ein totaler Renner. Meine Tante, meine Schwägerin, meine Cousinen, die haben alle dieses Buch gelesen. Wir waren so begeistert, weil es so auf den Punkt genau das beschreibt, was wir eben auch mit meiner Mutter erlebt haben. Diese Stufen, also das traf sich so, und die Verläufe sind ja sehr unterschiedlich, nur das traf sich eben so. Wenn er darüber schreibt, dass sein Vater halt sein Leben lang in diesem Bauernhaus lebte und auf keinen Fall dieses Haus verlassen wollte natürlich. Und eine große Schwierigkeit von uns, ich habe zwei Brüder, war, wie lange können wir die Mama noch in ihrer Wohnung lassen? Auch natürlich allein. Immer darauf achtend, macht jemand mal versehentlich den Herd an, vergisst er den Herd, oder ich weiß nicht, deine Mutter wird nicht rauchen, aber macht jemand und bringt er sein eigenes Leben in Gefahr. Ja. Und geht man dann als erstes zum Hausarzt oder zum Arzt der Mutter und sagt, der Hausarzt, was ist da? In dem Fall ist keine sehr kompetente Person gewesen. Wir sind dann schon zum Neurologen gegangen und da kam das. Meine Mama war mit 82 irgendwann mal auch schon mal beim Neurologen, nicht wegen was anderem. Und der hat ihr dann konstatiert, Frau Dalla Piccola, Sie sind eine gesunde 82-jährige Frau. Bis vor 2 Jahren hat sie das immer noch wiederholt. Was habt ihr denn? Ich bin doch eine gesunde 82-jährige Frau. 92-jährige. 92. Also mit 90 war sie immer noch eine gesunde 82-jährige Frau. Was sehr viel über den Charakter meiner Mutter aussagt, weil sie ist wirklich eine so positive und so sonnige und freudige Person, dass sie natürlich dieses Bild von sich nicht aufgegeben hat. Das stimmt ja einfach. Sie war ja auch eine gesunde Frau. So. Und dann hast du aber gerade, und du hast das ja angesprochen, du hast gesagt, wann ist dieser Punkt, wo man sagt, man muss denjenigen aus seiner ursprünglichen Umgebung rausnehmen, um zu sagen, vielleicht ist da eine Gefährdung für sich selbst oder es kann sich keiner kümmern. Ja, es konnte sich wirklich keiner kümmern, weil mein Bruder mit seiner Frau eben berufstätig war den ganzen Tag. Und die sind ein bisschen komisch, die wollten noch niemanden in dieses Haus lassen, weil sie Angst hatten, dass jemand die Schuhe nicht abputzt, bevor er reingeht. Also eine schwierige Konstellation. Jedenfalls
musste irgendwann diese Entscheidung gefällt werden. Der Strom vom Herd war eh schon abgeschaltet, dass sie nicht Platten anmacht. Ach, tatsächlich? Oder, ja. So. Also die Ängste waren doch auch da. Ja. Und eben da war Arno Geiger mit diesem Buch eine große Hilfe, weil er beschreibt, dass sein Vater irgendwann in seinem Haus sitzt, in dem er 75 Jahre gelebt hat, und sagt, wo habt ihr mich hier hingetan? Was ist denn das hier? Und das war für Arno Geiger offensichtlich so ein Punkt, ja, wenn er sein eigenes Haus nicht mehr kennt, dann kann er ja auch, also halt nicht unterscheiden, die Frage, wo bin ich, kann er auch woanders stellen. Mhm. Und das war auch für uns tatsächlich eine Hilfe, weil irgendwann war das auch mit meiner Mama so, dass sie das sagte, das ist aber eine schöne Küche. Wer wohnt hier? Ach so. So, und das häufte sich dann natürlich, dass sie sich wirklich nicht mehr zu Hause fühlte tatsächlich. Mhm. Und dann war es auch wirklich leichter zu sagen, jetzt gibt es einen Platz in einem sehr schönen Pflegeheim und da ist sie auch immer noch. Wie lange ist sie da jetzt schon? Entschuldigung. Da ist sie seit 2012. Und du fährst sie ja regelmäßig besuchen. Ja. Und du hast uns ja auch im Vorgespräch tolle Geschichten erzählt, wo sie gesagt hat, sie hat, wie war das, drei Töchter zur Welt gebracht. Also wir sind drei Buben, aber ich versuche immer wieder so mit ihr so zu triggern. Also, dass ich sage, und was machen deine Buben? Ja. Und so, ich hatte nie Buben, ich hatte immer Mädchen. Ja. Ich wollte und auch, wenn mein Papa hieß Vico, also italienische Form von Ludwig. Und wenn ich dann so ihr sage, Mensch, mit dem Vico bist du viel herumgereist und so. Und dann fragte sie mich, Vico Toriani? Was ein Showstar aus den 60ern ist. Also sie kennt Vico Toriani besser als offensichtlich. Ja, ist ihr mehr geblieben als der Mann, mit dem sie drei Buben hat. Ich wollte nochmal auf das Thema, weil ich das ganz spannend finde, auch fürs Hospiz natürlich. Menschen, die aus ihrer gewohnten Umgebung raus müssen, um dann an einem Ort zu sein und dort zum Sterben hinkommen. Wie gesagt, ich kenne das. Ich habe eine gute Freundin über 3 Monate begleitet, die sich also selbst ins Hospiz einweisen lassen hat, weil sie niemanden mehr hatte, der sich um sie kümmern. Du machst ja allgemein viel mit Hospiz. Ja, ich bin auch Botschafterin des Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin. Und aber von dieser Freundin erzählend wollte ich sagen, dass ich das einfach ganz schön fand, immer, dass man als Angehörige, dass es eben auch Angehörigenzimmer gibt, aber immer wieder die Schwierigkeit gesehen habe, jemand muss aus seinem gewohnten Umfeld raus und muss an einen Ort und weiß, das ist die letzte Reise, die er da oder die, das ist der letzte Weg. Wie empfindest du das denn? Ich habe in meinem Bereich auch mobile Palliativteams, also sozusagen Professionisten, Pflege, Ärzte, Therapeuten, Seelsorger, die nach Hause gehen. Mhm. Und die Tendenz so in den letzten Jahren bewegt sich schon dahin, dass die Menschen lieber viel länger zu Hause bleiben möchten und zu Hause versorgt werden. Ja, klar. Und wir versuchen das so lange als geht. Natürlich ist da ein Schwerpunkt, die Familie zu stützen, weil nur wenn das Familiensystem funktioniert, dann kann die Betreuung zu Hause sein. Wenn das Familiensystem aus Erschöpfung kollabiert, bleibt dann oft nur wirklich eine stationäre Einrichtung. Bei uns ist es so, wir haben eine Stelle, wo die Angehörigen oder auch die Betroffenen vorher kommen können und sich die Station anschauen können. Mhm. Und das ist oft schon viel leichter. Da gibt es 2 Katzen, die gehen da den ganzen Tag auf und ab und schauen in die Zimmer rein und legen sich auch zu den Patienten ins Bett, wenn die das möchten. Die füttern die dann an. Ja, das ist ganz ein wichtiger Türöffner, diese Katzen. Mhm. Und wenn man dann einmal gesehen hat, dass das eigentlich hell ist, freundlich ist, dass wir einen Garten haben, dass die Menschen auch rausgehen können, wenn sie wollen. Es gab vor kurzem einen Mann, der nochmal in die Oper gehen wollte. Also es ist nicht so, wenn man bei der Tür drinnen ist, dass man gleich tot ist. Dass man da bleiben muss und dass man gleich tot ist. Sondern manchmal ist es die Schmerzen einzustellen, unter Beobachtung zu schauen, welches Schmerzmedikament passt gut. Mhm. Und dann kann man wieder nach Hause gehen. Also es ist... Aber der Gang dorthin ist natürlich schwer, weil jeder das Wort Hospiz gleich dem Tod setzt. Mit dem Tod gleichzeitig. Das stimmt. Du hast ja auch erzählt, ihr habt ja auch ein spezielles Team von Psychotherapeutinnen, die Hinterbliebene betreuen. Mhm. Das finde ich ja auch ganz großartig, wenn Eltern, speziell Kinder, glaube ich, hast du, Kinder und Jugendliche. Also es gibt einen Teilbereichen in meinem Umfeld, das sind 2 Psychotherapeutinnen, die speziell Kinder und Jugendliche begleiten, die jemanden verloren haben. Nicht die selber krank sind. Ja. Da ist die Caritas Soziales auch
bei Kinderhospiz Momo, das ist gegründet worden vor 2 Jahren, da sind wir auch mit dabei. Aber hier werden speziell Kinder und Jugendliche begleitet, die jemanden verloren haben, auch nach dem Tod hinaus. Also die jetzt bei euch im Hospiz waren beispielsweise, genau. Eltern, genau. Oder so, genau. Da betreut ihr dann die Kinder und Jugendlichen. Genau. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben auch, ich glaube, wenn man mal in einem, warst du mal in einem Hospiz? Nein. Du warst aber schon in einem Hospiz, ne? Dieses, das zuzulassen, dass das ein Ort ist, wo Menschen gehen, wo sie auf die letzte Reise gehen. Und trotzdem finde ich und empfehle das immer, schaut es euch ruhig mal an. Selbst wenn ihr noch nicht betroffen seid oder es vielleicht niemals brauchen wird, schaut es euch einmal an. Da gibt es auch ganz viel Fröhlichkeit. Ja, ganz viel. Da gibt es ganz viel schöne Dinge. Da gibt es ganz viel Zauberhaftes zu erleben. Ich weiß, ich hatte zum Beispiel, da saß ein junger Mann, Markus, der hatte große Schmerzen und der war an sehr viel Geräte, abhängig von diesen Geräten und saß im Rollstuhl. Und der sagte irgendwann zu mir, Kathi, tust du mir einen Gefallen? Und dann sagte ich ja. Und dann sagte er, weil da hingen überall Bilder im Hospiz und er sah diese Bilder so gern an. Da sagte er, fährst du mich bitte über die Gänge? Damit, wenn er die Bilder betrachtete, waren seine Schmerzen nicht so groß, weil seine, weil seine Gedanken einfach woanders waren. Und das fand ich, das hat mich so umgehauen. Ich habe wirklich weinend diesen Rollstuhl geschoben und habe gedacht, es braucht manchmal so wenig, um Freude zu bereiten und um zu helfen. Und ich finde, ein Hospiz eignet sich sehr gut dazu, sich selber manchmal nicht so wichtig zu nehmen, wie man das zwischendurch. Ich finde auch die Bedrohlichkeit, die viele im Hospiz sehen, muss man einfach mal klarstellen, ist es ja gar nicht. Das ist ja, wir werden alle eines Tages gehen. Ja. Einer geht vor, aber wir gehen alle unweigerlich hinterher. Und es ist auch so ein schöner Ort. Nicht? Wir haben, ich bin seit 16 Jahren jetzt dort und wir haben in dieser Zeit 3 Hochzeiten gefeiert, ne? Wo Betroffene noch ihre Ehepartner geheiratet haben. Ja, das muss dann schnell gehen, da muss der Standesbeamte und all diese Dinge. Aber das, oder Taufen. Also es gibt ganz, ganz viele. Und meine liebste Geschichte ist die, wir haben ja eine Angehörigengruppe, wo die Angehörigen nachher noch kommen können. Einmal im Monat. Es ist keine Selbsthilfegruppe, aber die wissen alle, was sie erlebt haben und diese Gemeinsamkeit. Und daraus hat sich eine Ehe ergeben. Eine Frau hat ihren Mann verloren und ein Mann hat seine Frau verloren, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt. Und die haben sich dann in dieser Angehörigengruppe kennengelernt und haben jetzt im Herbst geheiratet. Und das ist meine liebste Geschichte. Weil das ist so schön, weil der Tod bedingt das Leben und das Leben bedingt den Tod. Ja. Und die haben mir erzählt, sie haben zu Hause einen kleinen Altar für beide Verstorbene. Und also die sind immer bei einem, aber die Toten sind sowieso immer bei. Und das ist so. Und das ist auch unsere Aufgabe, das zu erzählen, weil es ist nicht dunkel und schwarz und traurig, sondern es wird auch viel gelacht. Und das Leben ist da bis zum letzten Atemzug und das Leben steht im Mittelpunkt und nicht der Tod. Und deine Mutti, wissen wir jetzt auch nochmal, die ist der absolute Sonnenschein auf dieser Station. Ja. Ne? Also sie ist ja nicht in einem Hospiz. Also, nein, sie ist ein. Sie hat inzwischen sie war in einer normalen Pflegestation für alte Leute. Ja. Dort, also das wäre bei uns das Seniorenheim. Ein Seniorenheim. Und dort wurde sie aber zunehmend nervöser. Sie hat sich da nicht mehr wohlgefühlt. Man merkte das. Sie war gestresst irgendwie. Und es gibt aber ein Stockwerk drunter. Das ist ein bisschen anders aufgebaut, mit ganz großen Fenstern, raus auf einen Kinderspielplatz mit Wiese und mit Spielgeräten und so. Und da ist sie jetzt verlegt worden. Diese Station heißt ganz wunderbar. Ich finde, die haben dir einen schönen Namen gegeben. Die Anderswelt. Schön, ja. Und das ist wirklich, und das finde ich so auf den Punkt. Also die ist jetzt dort und da fühlt sie, da ist sie viel gelassener und ist so heiter, dass also die Pflegerinnen und Pfleger das immer sagen, sie ist unser Sonnenschein. Also sie, so. Aber das mit der Anderswelt finde ich nochmal ganz toll, weil das war eigentlich eine der Erkenntnisse, die ich hatte im Umgang mit meiner Mutter und davor schon mit meiner Tante, aber da wusste ich es noch nicht so, da habe ich es nicht so gemerkt, dass man selber von der Welt, in der man ist, Abstand nehmen muss und nicht darauf beharren, dass die Strukturen und die Muster, die wir denken und die wir haben, dass die bei dieser Person noch gelten. Und das war für mich die größte Arbeit an mir selber, dich darauf einzulassen, einzulassen, was die Mama wieder macht, was die tut, was die sagt, dass die Sätze nicht mehr vollständig sind und dass sie innerhalb des Satzes das Thema wechselt. Das ist so eine, und
davon Abstand zu nehmen, quasi von der eigenen Eitelkeit. Ich weiß doch, wie es geht. Und ich, und, also, es gibt dann Leute, die korrigieren diese Person. Ja. So. Was ganz schlimm ist für die, weil die dann noch mehr verunsichert werden und irgendwann gar nichts mehr sagen, weil sie Angst haben, sie machen alles falsch. Zu einem bestimmten, in einer bestimmten Phase der Entwicklung der Demenz. Glaubst du denn, dass deine Mutter weiß, dass sie... Entschuldigung, ist irgendwie trockene Luft heute hier. Glaubst du, dass deine Mutter weiß, dass sie dement ist? Jetzt nicht mehr, denke ich. Mhm. Aber das ist eben, sie ist in wirklich in einer Anderswelt. Ich kann es nicht beurteilen. Gibt es manchmal so Momente, wo du sagst, ach, das stimmt doch gar nicht, das ist ganz anders. Sie ist ja komplett wieder da, gibt es sowas auch? Jetzt nicht mehr, aber vor einem Jahr war das zum Beispiel noch so. Vor einem Jahr hat sie, obwohl sie mich nicht mehr erkennt, seit einem Jahr, es gab so einen Knackpunkt, wo ich hatte ein bisschen Kontakt mit einer Pflegerin und ich sagte, ich komme dann nächste Woche meine Mama besuchen. Und dann hat ihr die eine Woche lang jeden Tag gesagt, der Armin kommt. Mhm. Jetzt bin ich gekommen und bin ich noch davon ausgegangen, sie erkennt mich, weil zu dem Zeitpunkt hat sie mich noch erkannt, das letzte Mal. Und ich sagte, hallo Mama, hallo. Und dann guckt sie mich an und dann machte die Pflegerin auch den großen Fehler zu sagen, ja, wissen Sie denn nicht, wer das ist? Was total doof ist, weil das stresst diese Person so. Und dann sage ich, ja, also ich bin's, der Armin, und ich umarmte sie und nahm ihre Hand. Und dann sagte sie, nein, der Armin kommt. Naja, der Armin kommt noch, ne? Ja. Weil sie das so, also eine Woche lang gehört hat, dass der Armin kommt, dass ich, als ich dann da war, war ich nicht der Armin. Weil du warst nicht mehr der kommt. Sie hat sich nur gemerkt, der kommt, aber dass er da sein. So, und ab da hat sie mich auch tatsächlich nicht mehr erkannt. Es gibt ja wirklich die Momente, wo diese Menschen dann vermeintlich sehr klar sind. Ich habe das ja auch erlebt, habe ja auch im Seniorenheim gearbeitet und wir hatten auch eine Frau, die täglich erzählt hat aus ihrer Jugend. Also sie befand sich in ihrer Jugend. Und ich habe täglich mit ihr über diese Jugend gesprochen und fragte sie dann eines Tages, und warst du heute schon im Stall, hast du schon die Stallarbeit gemacht? Dann sieht sie mich an und sagt, was redest du? Ich bin hier im Krankenhaus, was soll ich in der Stallarbeit? Also plötzlich, in einem Moment war sie da, wo sie mir täglich, haben wir über ihre Stallarbeit gesprochen, die ja nicht existent war, aber in ihrer Welt war das da. Ja, und plötzlich war der Moment, nein, ich bin doch hier. Ja. Sie war nicht im Krankenhaus, aber sie dachte, sie ist im Krankenhaus. Also es gibt dann so Momente, wo man erschrickt und sagt, was passiert da jetzt? Plötzlich ist sie da. Plötzlich ist sie da. Und ist das so ein Moment, wo man sagt, da hat man Hoffnung, dass alles wieder zurückkommt? Nein, weil das relativ schnell wieder abflaut. Mhm. Aber es ist halt so diese Schrecksekunde, wo man sagt, du bist plötzlich da und du merkst dann auch, dass dieser Mensch völlig anders ist in dem Augenblick. Ob das der Ton ist, ob das die Energie ist, wie er spricht, die Energie. Also es ist ganz faszinierend. Und dann, am nächsten Tag, ging es wieder um ihre morgendliche Stallarbeit. Und da, wenn man diese Welt kennt, als Pfleger oder als Personal, dann kann man ja mit diesen Menschen schon sprechen über diese Welt. Beim Liedersingen sind wir übrigens auf einer Ebene. Ja. Das ist, da muss das Gehirn, ich habe eben keine Ahnung davon, aber da muss das Gehirn offensichtlich einen Sonderstatus haben, weil wir singen Lieder aus ihrer Jugend. Ich singe dann, ich fange an, einen Marika Röck-Schlager zu singen. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine. Und sie stimmt fröhlich mit ein und singt mit mir zusammen das Lied zu Ende. Und also, kann auch wirklich die Texte perfekt. Ja. Ich kann die Texte perfekt. Aber das ist ja ein wichtiger Moment. Du hast hast uns ja auch erzählt, es gibt ja für Demenzkranke Urlaubsreisen. Mhm. Erzähl mal davon, das habe ich ganz faszinierend gefunden. Wir haben ja einen Bereich der Tageszentren, wo die Gäste in der Früh kommen und am Abend wieder nach Hause fahren zur Entlastung der Angehörigen, und dort können sie auch Pflege kriegen, Therapie. Und die machen einmal im Jahr eine Woche Urlaub und fahren dann mit den Dementen das Personal gemeinsam weg. Und man könnte sich ja jetzt denken, für was tut man denn das, weil die merken sich's ja eh nicht, könnte man sich denken. Aber die Tage sind, also man sieht dann, wir sehen dann Fotos nachher, die Tage sind so voller Leben, da geht es dann auch oft um dass sie Pferde, Kontakt zu Pferden haben oder einfach Ausflüge machen, an der Sonne sind, an der Luft sind. Und das ist das Highlight, ja. Natürlich hält das nicht an aufgrund der Erkrankung, aber der Moment zählt. Jetzt, hier und jetzt zählt. Wo gehen, wie muss man sich das vorstellen? Das sind Busreisen? Das ist eine Busreise, wo das Personal gemeinsam mit den Gästen, mit den Demenzkranken wegfährt. Das finde ich so. Wir nennen sie auch Gäste, ne? Wir nennen sie Gäste. Ja. Ja, und das finde ich eben auch ein schönes Wort dafür. Mhm. Wie gehen die denn untereinander, also miteinander um die Demenzkranken? Weil wenn ich nicht weiß,
was ich erzähle, weil ich keine Erinnerung an die Vergangenheit habe? Oder ist es wirklich, was du sagst gerade, es geht nur um den Moment? Es geht eigentlich nur um den Moment und die kennen sich natürlich. Ja, und es geht um den Moment und die kommen auch gerne ins Haus. Und es ist auch natürlich dann die Vorstufe zum Pflegeheim zum Beispiel, weil wenn es dann wirklich nicht mehr geht zu Hause, dann kennen sie das Haus, kennen die Menschen, es ist schon eine Vertrauensbasis da und kommen dann auch leichter in die stationäre Betreuung. Mhm. Ja. Ganz spannend, ganz faszinierend. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung. Wir sind gleich zurück mit dem Thema Demenz, mit dem Thema Hospiz, mit Andrea und Armin. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Haben Sie Liebeskummer? Oder möchten Sie einfach nur wissen, was Sie erwarten dürfen? Nur Mut, ein Anruf kann Klarheit bringen. Bei Zenom Live haben 200 Astrologen, Lebensberater und Hellseher stets ein offenes Ohr und einen klaren Blick in die Zukunft. Über zenomlive.com können Sie alle Berater kennenlernen und kontaktieren. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch unter der Nummer 0800 430 33. Ob Finanzen, Beruf, Partnerschaft oder Liebe, machen Sie sich keine Sorgen, sondern rufen Sie an. Zenom Live und die Zukunft kann kommen. Müdigkeit, Kopfschmerzen, mir ging es gar nicht gut. Doch dann hat mir Albert Ruch Energetics geholfen. Zu neuem Wohlbefinden bin ich ganz einfach per Post gekommen. Der Sekrettest bei Albert Ruch Energetics ist einfach, schnell und sicher. Verschiedenste Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die das Wohlbefinden beeinträchtigen, werden so erkannt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen fertigt Albert Ruch energetisierte Tropfen. Diese kommen ganz einfach auf dem Postweg zurück. Dank der Testauswertung weiß ich genau, was zu tun ist. Und ich fühle mich deutlich wohler. Weitere Informationen zum Sekrettest erhalten Sie unter ruch-energetics.com. Herzlich willkommen zurück beim Primetime Talk. Bei uns zu Gast heute Andrea Schwarz aus dem Hospizbereich und Amidala Pekula, Kollege und Betroffener im Bereich Demenz. Und er erzählt uns gerade von seiner Mutter. Und wir reden über die Hospize hier in Österreich und gerade in Wien über Caritas Socialis. Ist das richtig? Richtig. Du musst mal immer ein bisschen aufpassen, weil es eben nicht die Caritas ist. Ich habe vorhin noch mal so gedacht, gab es eigentlich bei deiner Mutter, es gibt ja einen Früherkennungstest, der nennt sich MMSE. Ich lese das mal ab. Das ist Mini Mental State Examination. Das ist ein Test, bei dem man 30 Punkte erlangen kann. So kann man die Demenz oder Alzheimer testen. Wenn man 25% oder 25 Punkte bekommen hat, dann ist man wahrscheinlich dement im Frühstadium. Bei 10 Punkten sagt man total dement. Gab es so einen Test eigentlich bei deiner Mutter? Ja, sie war mehrere Male beim Neurologen mit meinem Bruder. Ich habe sie da nicht begleitet. Die haben Tests gemacht. Wahrscheinlich war der dabei, wenn der in Österreich auch... Gehe ich mal von aus. Gehe ich mal von aus, wird ein gängiger Test. Also sie haben Tests miteinander gemacht. Ja. Und hat man dich dann zur Seite oder euch Brüder dann zur Seite genommen und hat gesagt, die Mama, das müsst ihr jetzt befürchten und hat man euch aufgeklärt eigentlich? Nee, wenig. Das blieb uns überlassen. So. Das finde ich nämlich auch ganz schwierig, dass es so, wie gehst du damit um als Angehöriger? Ja. Also das wurde nicht angeboten. Ist das etwas, was musste noch man zu dann wenig selber nachschauen, ist? Sozusagen. Aufklärung, ist das noch zu wenig bei uns, Demenz? Weil das betrifft ja viele Menschen. Also in Deutschland haben wir 1 Million Betroffene. Ja. Mhm. Man sagt sogar, dass unter den 85-Jährigen 35% tatsächlich betroffen sind, dement zu werden oder die schon demente Anzeichen haben oder dement sind. Also als wir das Thema aufgerufen haben, haben wir so viele Zuschriften bekommen von Betroffenen, die auch betroffen sind. Wie ist das mit der Aufklärung? Hast du das Gefühl, es ist zu wenig? Oder also gibt man ihm zu wenig Aufmerksamkeit selbst als Angehöriger? Oder? In unserer Gesellschaft ist einfach Tod und Krankheit noch ein Tabuthema. Mhm. Ja, das ist lange, das ist so. Ich glaube,
Also wir haben im Unternehmen uns Gedanken dazu gemacht, wie könnte man denn diese Aufklärung oder diese Information möglichst niederschwellig machen. Mhm. Weil, was heißt niederschwellig? Sehr leicht erreichbar. Okay. Also sehr leicht erreichbar und nicht mit großem Aufwand erreichbar. Ja. Wir haben dann in Wien hat 23 Bezirke, wir sind im dritten Bezirk, ein demenzfreundliches Projekt auf die Beine gestellt, wo wir alle Umliegenden wie Apotheken, auch den Interspar haben wir eingeladen dazu, weil auch dort gehen demente Menschen hin und bestellen zum Beispiel 3 Kilo Wurst. Für die deutschen Zuschauer, ich glaube, den gibt es nicht, das ist eine große Supermarktkette. Eine Supermarktkette. Genau. Ja, in Deutschland gibt es das nicht. Also eine Supermarktkette, weil auch dort sind die Verkäuferinnen mit diesem Thema betroffen, weil die Menschen dorthin einkaufen gehen. Mhm. Wir haben dann die Bibliotheken, damit sie sich speziell Bücher anschaffen zu diesem Thema. Wir haben Stände gemacht, wir haben so ein Vernetzungstreffen gemacht. Und in einer Apotheke zum Beispiel, dass sich dort jemand hinstellt, wenn wer täglich die Medikamente holt, um dort sich zum Thema zu informieren. Und das ist ganz wichtig, das möglichst leicht erreichbar machen, diese Information. Wir also haben dann Vorbeigehen quasi, genau. Ist das eine Aufklärung. Genau. Wir haben dann auch eine eigene Stelle bei uns gemacht im Unternehmen, wo jeder, der zum Thema Demenz was braucht, anrufen kann. Mhm. Und sich informieren kann, was gibt es für Betreuungsangebote, welche Hausärzte sind spezialisiert, also all diese Dinge. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich bin selber nicht betroffen in der Familie, aber es geht sehr schnell, dass man betroffen ist. Und wenn man dann keine Information kriegt, ist es wirklich schlimm. Absolut. Absolut. Jetzt habt ihr ja ihr habt viele Ehrenamtliche. Ich glaube, man kann auch spenden. Wie finanziert ihr das euch? Ja, durch Spenden, oder? Viele. Also ich brauche für den Hospizbereich sehr, sehr viele Spenden, weil zum Beispiel diese 2 Psychotherapeutinnen völlig spendenfinanziert sind. Es sind diese Beratungsstellen völlig spendenfinanziert und diese Arbeit ist zum Teil durch den Fonds Soziales mitfinanziert. Was für viele Mitarbeiter, 55 oder 60, fast 60 Mitarbeiter? 60 Mitarbeiter, ne? 84, die ihr Geld... 84 Ehrenamtliche, ja, das habe ich im Hospizbereich. Die Caritas Soziales hat 300 Ehrenamtliche. Ja. Aber im Hospizbereich haben wir gut 80 und 60 Menschen, die ihr Geld verdienen. Das ist ja nur in Wien, muss man sich vorstellen, oder? Das ist ein Unternehmen in Wien. Ja, es gibt Wahnsinn. In Wien mehrere stationäre Einrichtungen und auch mehrere mobile Teams, die betreuen. Und du musst quasi vieles durch Spenden finanzieren. Mhm. Zum Beispiel, welche Projekte, die Psychotherapeutin hast du angesprochen? Die Beratungsdienste sind durch Spenden finanziert. Mhm. Auch die 84 Ehrenamtliche brauchen eine Koordination. Ja. Ja. Und das ist jemand, der sein Geld damit verdient und auch die ist Teil des durch Spenden finanziert. Es ist teilweise der stationäre Bereich durch Spenden finanziert und auch teilweise der mobile Bereich. Dein Satz, den du geschrieben hast, war: Ich bin dafür zuständig, dass alle ihre Arbeit gut machen. Man muss vorsichtig sein. Ja. Ich gebe die Strukturen und versuche zu unterstützen. Aber die wirkliche Arbeit am Hospizgast, in der Familie zu Hause, das sind die Mitarbeiter, die das tun. Ja. Und das ist wirklich großartige Leistung. Sie müssen sich sehr schnell auf diese Situationen einlassen, sehr schnell wieder aussteigen. Die Sterblichkeit ist hoch. Die Betreuungszeiten sind eher kurz im Hospizbereich. Was sagt ihr so? In Deutschland sagen wir so 10 bis 14 Tage. Das sind meistens so, also eher selten, dass jemand für 2 oder 3 Monate, wie diese liebe Freundin von mir, Renate Kuckuck, an Zeit dann doch dort verbracht hat. Aber die Zeiten sind eigentlich eher kurz, 10 bis 14 Tage, sagen wir in Deutschland. Es ist bei uns so, man kann es immer so schwer sagen, aber so zwischen 14 Tagen, 3 Wochen, 4 Wochen. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die 3, 4 Monate in unserer Betreuung sind. Ja. Das tut uns auch gut, weil einfach viel mehr Beziehung stattfinden kann, wie in sehr kurzer Zeit. Man muss sich schnell einlassen auf diese Situationen und dann wieder schnell aussteigen. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf die Volkshilfe Österreich hinweisen, die es ja gibt. Da gibt es Blogs, da gibt es Demenz oder Demenzhilfe, heißt sie. Da gibt es Blogs, da kann man sich in Gesamtösterreich, also Rat holen, wenn man das möchte. Das wollte ich auch noch mal sagen, weil für Österreich finde ich das gut. In Deutschland, weiß ich, haben wir viele Stellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man Angehöriger oder auch guter Freund ist. Und ich weiß, wie man mit den Dingen umgehen soll. Meine Cousine übrigens, die hat ihre Mama, meine Tante Clara, fast allein über eine sehr lange Zeit
betreut. Mhm. Und die hat mir mit auf den Weg gegeben, ich soll unbedingt den Menschen mitteilen, dass sie das nicht allein tun sollen, dass sie sich von den Man vielen, darf sich Hilfe holen. Man, da, man muss sich ja. Hilfe holen. Weil sie ist daran wirklich, sie hatte das, sie hat das, sie war auf einem Dampfer, dass sie sagte, das ist doch meine Mutter, um die kümmere ich mich. Mhm. Und sie ist daran fast zerbrochen, weil es sie so überfordert hat. Weil sie auch noch eine behinderte Tochter hat. Und, also, und sie hat gesagt, bitte, also sagt den Leuten, sie sollen sich die Hilfe holen, die es zuhauf gibt. Ja. Also es gibt sie tatsächlich. Ja. In ganz unterschiedlichen Bereichen kann man sich die Hilfe holen, weil eine Familie schafft das kaum. Eine einzelne oder zwei Personen können das nicht schaffen. Es ist ja auch so eine große Verantwortung, wenn du weißt, du bist eben für jemanden, den du sehr liebst, verantwortlich, eigentlich Tag und Nacht. Du weißt nicht, was in den Menschen vorgeht. Du weißt auch nicht so richtig, was er braucht. Ja. Oder was ihm fehlen könnte. Ich finde das auch. Und was letztendlich auch immer ganz wichtig ist, wenn wir nicht betroffen sind, im Sinne von wir haben es nicht selber, dann haben wir auch den Respekt unserem eigenen Leben gegenüber, dass es nämlich auch gibt. Es gibt ja Menschen, die sich fürchterlich oder ganz aufgeben, weil sie Sterbebegleitung machen über viele Jahre. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es das eigene Leben eben auch gibt. Das ist, dafür gibt es ja Berufe, die helfen, die unterstützen. Das ist also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass das eigene Leben einem selber sehr, sehr wichtig ist. Ja. Weil wenn ich nichts habe, kann ich nichts geben. Ja. So sehe ich es auch. Und das ist, also meine Mitarbeiter sind in psychologischer Begleitung, um das auch besprechbar zu machen, diese Dinge, die da passieren. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich arbeite zu 150%, aber ich lebe zu 200%. Ja. Das ist einfach wichtig. Ja, aber auch eben so mit Freude, mit Freude mitbringen. Ich weiß noch, als Renate im Hospiz war, habe ich ganz am Anfang gesagt, ich komme ohne Tränen an dein Bett. Und das wird sich niemals ändern. Ich werde immer nur Freude mitbringen. Mhm. Und das war so, die Erwartung war, wenn ich kam, wenn sie wusste, dass ich komme, war, oh, jetzt kommt der Wirbelwind rein und da gibt's Spaß und da gibt's das Leben und die bringt Sand vom Strand mit und schöne Geschichten. Und so war sie dann auch. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da jetzt jemand ist, der jetzt, obwohl sie wirklich nur noch sitzen konnte und aus dem Fenster gucken konnte. Aber das war immer ein ganz lebendig und ganz fröhlicher Mensch, wenn ich kam. Und ich dachte, man kann so viel Freude auch in diese Zimmer bringen und muss nicht immer, denn viele Angehörige kommen ja und weinen sich dann dort aus und der Betroffene bleibt dann dort und selber kann man wieder ins Leben zurück und kann sich mit anderen Dingen ablenken. Nur viele, die dann eben bleiben müssen, im Hospiz bleiben müssen, haben das eben nicht und haben die Gelegenheit nicht. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man es auch nochmal dran erinnert. Bringt auch Freude und bringt Lebensfreude mit rein. Und das ist auch das, was die ehrenamtlichen Mitarbeiter bringen. Die bringen so ein Stück den Alltag mit von draußen. Mhm. Ja? Und das ist ganz wichtig für die Betroffenen. Und wenn jemand einmal, gibt es auch nur in Wien eine Konditorei, ein Lachsbrötchen dort holt, weil der halt immer gern dieses Lachsbrötchen gegessen hat, dann ist das einfach total wichtig für denjenigen. Und das ist so viel Lebensqualität. Aber ich möchte noch zu Ihrer, weil Sie es zuerst so aufgerufen haben, diese Hilfe sich zu suchen. Es werden ja jetzt schon Demenz-Wegbegleiter ausgebildet. Das ist eine eigene Ausbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter, die speziell für Demenz-Wegbegleitungen geschult werden. Und die kann man dann ehrenamtlich für ein paar Stunden in der Woche sich holen, damit man auch selber mal vielleicht schwimmen gehen kann oder einkaufen gehen oder was auch immer. Und das ist so wichtig. Ja. Aber man muss es auch tun. Ja, ich mache das ja gerade mit der Mutter einer Freundin von mir, die ist Bühnenbildnerin und die ist sehr schnell und sehr früh hat sie diese ganzen Anzeichen der Demenz gezeigt. Wie alt ist sie davon? Die ist 71. Okay. Also und seit zwei Jahren ist das losgegangen. Und die lebt nur mit ihrem Mann, der sie sehr liebt und extrem liebevoll mit ihr umgeht. Und jetzt nach zwei Jahren ist es ihm doch zu viel geworden auch. Und ich gehe einmal die Woche jetzt für drei Stunden, treffe ich mich mit den von Stillfrieds und wir machen Sachen zusammen. Damit der Herr von Stillfried mal wirklich weggehen kann und damit er auch mal, oder auch mal einfach einen anderen Ansprechpartner hat in der Zeit. Also das mache ich halt aus meinen Zeitgründen halt nur drei Stunden die Woche. Aber du machst das, das ist doch toll. Ja. Ja. Auch sagen, und dass die das Schöne ist, sie kennt mich natürlich schon seit 12 Jahren oder 13 Jahren. Also ich bin nicht ganz fremd für sie, weil sie immer auf den Premieren war und also sie hat da so Anknüpfungspunkte, vergisst jetzt aber, glaube ich, auch, dass ich der bin, der ich
bin. Das ist aber egal, weil wir verstehen uns sehr gut. Hilft dir dann auch die Distanz, die räumliche Distanz zu deiner Mutter? Du bist ja doch weiter weg, wo du sagst, ich habe ein bisschen Abstand dazu. Ich muss das nicht ständig begleiten, nicht ständig sehen, weil wir vorher gesagt haben, das eigene Leben leben. Ja, ja. Also ich glaube, es ist noch mal schwieriger, wenn man vor Ort ist, wenn man da täglich... Also das hilft dir schon. Ich komme natürlich, wenn ich sie besuche, mit einer ganz anderen Energie daher, als die anderen, die sie in der Woche besuchen kommen und so. Das ist was anderes. Und du bringst wahrscheinlich auch die Freude mit. Ja, ich bin, Spaß eben. Wir singen dann eben Marika Röck munter vor uns hin und es ist eine andere, ich halte sie anders im Arm, weil meine eigene Freude, sie zu sehen, natürlich, wenn ich sie nur alle 2 Monate sehe, ist eine andere. Die Energie ist eine andere, ja, tatsächlich. Befasst du dich seit dieser Krankheit mehr mit dem Sterben deiner Mutter? Ist das ein Thema oder sagst du, nein, jetzt ist Leben? Ja, Sterben war früher, komischerweise, als sie noch nicht nicht in der Demenz war das Sterben früher viel, das attackierte mich viel mehr. Inzwischen, nein. Kann das sein, aber es geht auch mir so mit meinem eigenen Sterben. Es ist ganz komisch, steht da viel gelassener, ja. Aber du hast ja einen schönen Satz gesagt in unserem Vorgespräch. Du hast gesagt, es gab einen Punkt, wo etwas in ihr, die Mutter, die ich kannte, da ist ja schon etwas verstorben durch die Demenz. Macht es das vielleicht einfacher? Ja, ja. Weil ich beobachtete ja quasi am lebenden Körper, wie jemand Abschied nimmt. Ich musste Abschied nehmen von meiner Mutter. Quasi ihre Persönlichkeit. Sukzessive, stückchenweise musste ich Abschied nehmen von der Mutter, wie ich sie kannte. Und das ist ja auch eine Art. Die Mutter ist schon ein bisschen gestorben. Das ist schon eine Art Sterben, natürlich. Ja. Und dadurch ist quasi, wenn dann der Leib, wenn sie dann jetzt irgendwann geht, obwohl sie ist ja eine gesunde 82-Jährige, weil sie ist wirklich bumper gesund eigentlich, gell? Also, sie hat ja wirklich, sie hat ja. Ich meine, gut, das klingt so fröhlich, aber da gibt es klingt fröhlich, aber ich. Ich meine, das hat mit der Jugend zu tun, mit dem Aufgewachsensein zu tun. Ich heule auch immer, wenn ich bei ihr bin. Ich muss immer heulen, wenn ich bei ihr bin. Ja. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das ist noch ungeklärt, das hätte ich so gerne noch mit ihr geklärt, aber das geht nicht mehr? Gibt es nicht. Nein, in meinem speziellen Fall gibt es das nicht, dass ich. Nee, weil wir hatten immer eine sehr innige Beziehung und. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großes Thema ist. Da haben wir nichts versäumt. So, dass Menschen gerade im Hospiz dann auch kommen und sagen, jetzt ist er gegangen, ich hätte so gern noch gesagt. Das gibt es ja. Es gibt einfach, in welchem Leben gibt es nur aufgearbeitete Dinge? Das gibt es ja nicht. Das ist nicht real. Wir versuchen zu unterstützen, wenn noch Kontakt hergestellt werden soll oder wenn man Psychotherapeuten oder einen Psychologen dazu braucht, versuchen wir zu unterstützen. Aber man muss sehr vorsichtig sein, damit man nicht das eigene Wollen, dass alles gelöst ist, auf den anderen überträgt. Da muss man sehr vorsichtig sein, sondern es hat jedes Leben eine Geschichte, das ist zu respektieren. Und wenn jemand das möchte, es passiert so viel Intimität auf so einer Station, weil die Menschen ihre Autonomie verlieren und auf sehr viele Dinge angewiesen sind. Und in dieser Zweisamkeit mit der Pflegeperson oder auch mit dem Arzt passiert sehr viel, wo vieles erzählt wird. Und wenn da der Wunsch kommt, dass man noch unterstützt, dass irgendwo noch was gelöst werden soll, dann unterstützen wir. Und wir ermuntern auch die Angehörigen, den Menschen zu sagen, dass sie lieben. Und dass sie gehen können und dass sie jetzt der Zeitpunkt da ist, das Loslassen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ne? Das ist schwierig, weil da gehört schon sehr viel Liebe dazu, dass man jemanden gehen lässt. Mhm. Ja? Wir sind ja Egoisten eigentlich und wollen ja, dass derjenige da bleibt und wollen den nicht verlieren. Das sind schon sehr viele Dinge, wo man für sich und fürs eigene Leben auch sehr viel lernen kann. Wo man ganz früher sagte, es gab so als Satz, der Tod ist nur schwer für die Hinterbliebenen. Ne? Ja. Mhm. Oder am schwersten für die Hinterbliebenen, weil die einfach, die leben das weiter nochmal. Entschuldige, dass ich nochmal vorgreife. Ich wollte nochmal auf den Glauben. Vielleicht kommst du auch auf diese. Nee, ich wollte was anderes. Aber erstmal auf den Glauben und dann komme ich zu meiner Frage. Ob es auch Menschen gibt, die eigentlich Atheisten waren und die am Ende sagen, jetzt möchte ich aber doch einen Pfarrer, ich möchte die Beichte vielleicht noch ablegen. Also, dass auch nochmal so eine Umkehrung gibt und man sagt, vielleicht gibt es den Gott doch und dann möchte ich auch bitte da oben landen und jetzt muss ich mich aber auch irgendwie vorbereiten.
Also ich habe im Bereich zwei Seelsorgerinnen, eine mobil, die nach Hause geht und eine, die auf der Station arbeitet und die kümmern sich um die Seele. Und eine Seele hat jeder, egal welcher Religionszugehörige oder der Erkenntnisgemeinschaft oder was auch immer. Und die fragen nach und die gehen hin und sagen, wie geht's? Und dann kommt viel oder auch nicht. Und wenn noch jemand zum Beispiel in die Kirche eintreten möchte, dann wird das organisiert werden. Gibt es das aber auch manchmal? Ich habe es zweimal erlebt in all den Jahren. Aber es gibt sehr tiefgründige Gespräche über den Sinn des Lebens mit den Seelsorgern. Und das ist oft, glaube ich, für die Menschen sehr viel wert, absolut, dass sie Dinge aussprechen ja auch können. Oft in der Krankheit finden viele Menschen zum Glauben. Ich glaube, das ist ja auch was man oft hört. Ja? Also in der Krankheit halten sich ja viele am Glauben fest, vielleicht auch im Sterben oder im letzten Abschnitt des Lebens. Also ich habe es schon erlebt in all den Jahren, dass der Glaube sehr viel hilft. Mhm. Also ich, wenn es bei mir eng wird, dann fahre ich nach Mariazell. Mhm. Und ich bin jetzt nicht die, die jeden Sonntag in die Kirche geht oder ich arbeite in einem christlichen Unternehmen. Ich bin auch Christ. Die Nächstenliebe ist wichtig. Dann mag ich nach Mariazell fahren. Ja, also mir hilft das. Das ist ein Kraftort für mich. Ja, und genau, das wollte ich dich fragen. Hat diese Arbeit deinen Blick zum Tod, zum Sterben verändert? Mhm. Ich glaube, dass ich nicht zufällig in diesem Bereich bin. Ich bin ein ganz schlechter Abschiednehmer im Leben. Also ich kann schlecht Abschied nehmen von Beziehungen, Dingen. Also da bin ich nicht gut. Aber ich bin täglich mit vielen Abschieden beschäftigt und glaube, dass das auch mein Zweck ist, dort zu sein, um das zu lernen, Abschied zu nehmen. Mhm. Und es hat meinen Blick aufs Leben verändert. Mhm. Weil ich streite mich mit meinem Mann nicht über eine offene Zahnpastatube. Das ist nicht relevant in meinem Leben. Das finde ich im grundsätzlichen guten Gedanken. Ich habe immer früher gesagt, seht zu, dass ihr nicht im Streit auseinandergeht. Man weiß nicht, ob man sich am nächsten Tag wieder sieht. Und ob man das vielleicht noch lösen kann oder es nicht. Es gibt viele Dinge, die es nicht wert sind zu streiten. Mhm. Im Blick aufs Gesamte. Ja, manchmal muss ich auch streiten, aber das ist nicht relevant. Und für mich ist das Leben einfach so sehr kostbar und ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Vielleicht ein bisschen vor dem Sterben, weil man nicht weiß, wo man, in welche Hände man kommt. Das mag sein, aber vor dem Tod nicht. Was kommt nach dem Tod, deiner Meinung nach? Frieden. Frieden. Also ich glaube, ich stelle mir es für mich, ich weiß es nicht und wir werden es Gott sei Dank nicht. Wissen wir es nicht. Nein, wir werden es nicht erfahren. Aber ich stelle mir es sehr friedvoll vor und man sieht auch an den Gesichtern der Verstorbenen, dass das Gesicht verändert sich. Ja, die Muskeln lassen los, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja, das kann man schon physiologisch erklären, das mag schon so sein. Aber es ist trotzdem, dass ganz, ganz viele einen zufriedenen Gesichtsausdruck haben. Und das ist meine Hoffnung auch. Aber das finde ich schön. Finde ich eine schöne Einstellung. Nach dem Tod kommt der Frieden. Ist das, gibt's Glauben bei der Mama eigentlich? Glaubt die an etwas? Italienerin. da ist die Kirche schon sehr wichtig. Ja. Man muss in die Kirche gehen. Man muss sonntags in die Kirche. Geht sie? Nein. Das interessiert sie schon sehr lange nicht mehr. Nein, das war nie im Mittelpunkt, der Glaube tatsächlich war jetzt nicht in der Mittelpunkt. Es war mehr die Rituale, das Kirchegehen, das Primborium, was da so in so einem Dorfzusammenhang natürlich auch wichtig ist. Natürlich, die Erstkommunion und auch die ganzen Feste, die werden über die katholische Kirche ja auch abgewickelt. Und das, also ich kam gerade über dieses, was sehen die Nachbarn? Und die Nachbarn natürlich. Die Nachbarn gehen und man geht dann bitte auch. Ja, ja, und man klar. Eben. Bringt das, auch die Kinder dazu zu gehen, weil die Nachbarn können man sehen, muss dass am Kinder Sonntag nicht in die Kirche. Und ich war auch Ministrant. Also das alles aber mit dem Glauben so jetzt, dass das jetzt für sie ein Anker in irgendwelchen... wir sind früher immer zusammen klauen gegangen in Geschäfte. Ja, meine Mutter und ich haben gemeinsam ein bisschen so Kleinigkeiten in den Läden geklaut. Gemopst. Und
Sie hat mir immer auf Italienisch so die kleinen Tipps gegeben, da, weil sie dachte, das versteht keiner in Österreich. Und dann ist sie immer auf dem Nachhauseweg, sind wir immer bei so einem Kapuzinerkloster vorbeigefahren mit den Rädern und dann ist sie immer rein beten gegangen. Ich sagte, Mama, du wirst doch jetzt nicht Gott um Verzeihung bitten, dass du das Kaugummi geklaut hast. Nein, sie bittet darum, dass ihr nichts passiert mit dem Geklauten. Also, das war ihr einziger Zugang. Das war jetzt nicht wirklich ganz. Erzählt sie solche Glaube. Geschichten noch? Weiß Nein, nicht sie sowas? Mehr. Nein. Nein, sie kriegt keine ganzen Sätze mehr hin. Okay. Also, sie vergisst den Anfang, am Anfang des Satzes, und dann geht ein anderer Satz weiter. Bist du das denn kann man mit einem klaren Hirn gar nicht. Ich würde es jetzt gerne mal so ein Beispiel bringen, aber es geht gar nicht. Meine Synapsen schaffen es nicht, das, was meine Mutter spricht, ich kann es nicht. Also, du bist Schauspieler, du kannst es noch nicht mal vorspielen. Und ich kann es nicht. Ja, das ist ganz ärgerlich. Ja. Wie gut bist du denn im Loslassen? Kannst du gut loslassen? Ich habe so ein Schild zu Hause. Loslassen, immer wieder loslassen. Das steht über der Eingangstür. Nee. Und die Mama loslassen, die Mama ist ja, das habe ich neulich mal in einer Sendung gesagt, so die Mama ist ja der wichtigste Mensch, vor allen Dingen der einzige Mensch, der uns bedingungslos liebt. Ja. Bedingungslos. Also ich glaube, verbundener können wir mit keinem Menschen sein, als mit der Mutter. Ja. Wäre das, ist das was in deinem Kopf, wo du sagst, ich lasse langsam los, auch dadurch, dass sie schon auf die Reise gegangen ist? Habe ich schon, weil sie ja schon in der Anderswelt ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da, wo sie jetzt ist, niemand mehr ist. Also in meinem Gefühlshaushalt. Weil es ist auch tröstlich, dass man an einen Ort geht. Ja, sie ist ja noch da. Also ich kann ja zu ihr hin und ich kann ihr die Augen schauen und so. Andrea hat vorhin einen schönen Satz gesagt. Für sie hat dieser Beruf den Blick aufs Leben verändert. Hat die Krankheit deiner Mutter deinen Blick aufs Leben verändert? Etwas bereichert? Hast du was gelernt? Ja, es war tatsächlich eine Bereicherung. Ja. Ja, ist eine Bereicherung. Ich schaue tatsächlich auf so Strukturen untereinander, wie Leute miteinander umgehen, wie kommuniziert wird. Das durch die Art, wie ich gelernt habe, mit ihr zu kommunizieren, kommuniziere ich auch mit anderen Leuten jetzt ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich etwas mitgenommen von ist dieser das, Krankheit. Weil du hast das, es ist auch nochmal so eine sehr persönliche Frage. Ja. Wenn so viele in der Familie das haben, denkst du darüber nach, dass es dich auch ereilen könnte tatsächlich? Nein, schon grauenhaft als Schauspieler, bitte. Was tue ich denn? Pantomime machen irgendwann? Aber da bleibst du uns doch sehr lange erhalten. Wenn ich mir keine Texte mehr merken kann. Nein, natürlich, doch. Ja, doch. Es steht schon im Hintergrund ganz, ganz stark. So, der Papa ist früh genug gestorben, da konnte man das, der ist verschont geblieben. Mhm. Meine Tante väterlicherseits, meine Großmutter mütterlicherseits. Ja, also es gibt da. Ja, ich weiß nicht, ob sowas erblich ist, ob man da belastet wird. Weiß ich gar nicht, aber doch, es ist ein Horror für mich. Bist du jetzt der Älteste? Ich bin der Jüngste. Der Jüngste, aber bei deinen Brüdern noch keine Anzeichen davon? Nicht davon. Nicht davon. Ganz schlimme Anzeichen von anderen Sachen, aber davon nicht. Nein. Davon nicht. Nein. Toll, also ich wünsche deiner Mutter viele fröhliche Jahre noch. Ja, ich auch. Und dass, dass du die einfach auch weiter besuchst und dass du ihr Freude bringst. Weil ich glaube, wie meinem Koma-Patienten, irgendwo tief in ihr drin, da wird sie dich fühlen. Ja, das denke ich auch. Da wird sie irgendwie eine Verbindung fühlen. Ja, das glaube ich auch. Oder ist das nur eine Hoffnung? Vielleicht ist es eine Hoffnung, aber ich... Vielleicht ist es auch so, wie Andrea sagt, jeder hat eine Seele und vielleicht spürt die Seele. Ja, also ich glaube schon, das geht über Berührung, das geht über Gerüche. Also ich glaube das schon. Ja. Das geht so viel über nonverbale Kommunikation, wie berührt mich jemand. Ja, also auch in der Seele, wie berührt mich da jemand. Also das, ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass es irgendwo immer einen Kanal gibt, wenn man es auch nicht mehr mitteilen kann, aber trotzdem gibt es einen Weg. Jede Faser der Haut hat eine Erinnerung, alles hat eine Erinnerung. Also, und es ist eigentlich so ein schöner Gedanke, selbst wenn jemand sagt, ich erkenne dich nicht mehr, vielleicht sogar sagt, geh weg, kenn sie nicht. Also ich war neulich mit meiner Cousine bei der Mama, ich komme ja gerade aus Vorarlberg, und die sagte mir nach unserem Besuch, du, die hat dich manchmal angeguckt, als würde sie da was erkennen. Ich habe das selber so nicht gemerkt, aber also meine Cousine sah das von außen und das kann schon sein, dass siehst du ihr ähnlich oder siehst du dem Vater ähnlich? Eher dem Vater, ja. Und vielleicht sieht sie den. Ja, vielleicht den taucht da doch irgendwas auf. Ja, ja. Es ist nicht den Toro. Nein, nicht den Toriani, nein. Aber es gibt ja eigentlich gegen Demenz
Demenz ist Demenz. Es gibt keine Heilung, es gibt keine Aussicht auf wesentliche Besserung, oder? In der Früherkennung schon. Also in der Früherkennung schon. Ich glaube auch, dass man wirklich mit diesen Medikamentenkombinationen viel machen kann. Ja. Ich glaube, dass man über Ernährung und über Sport viel machen kann. Wissen tut man es, dass man das tun soll. Und einfach durch geistige Aktivität. Mhm. Ja. Aber die Heilung gibt es nicht. Ja. Heilung, Thema Hospiz. Hast du schon mal erlebt, das Wunder im Hospiz, wo wirklich jemand sehr krank war? Ich frage das deshalb, weil ich das erlebt habe. Eine Dame, die ins Hospiz kam, die wirklich Krebs im Endstadium hatte, war im Hospiz. Und 2 Monate später bekomme ich einen Anruf von der, ich bin nicht mehr im Hospiz. Ich konnte die Geschichte nicht weiter verfolgen. Ich weiß auch nicht, warum und wieso. Aber gibt es sowas wirklich? Also es gibt schon die Menschen, die vom Hospiz weggehen und vielleicht in ein Pflegeheim gehen oder nach Hause gehen für begrenzte Zeit. Ja. Aber so diese Wunderheilung, von der immer viele sprechen, ich habe sie in all den Jahren nicht erlebt. Nein, ich meine, Hospiz ist ja Sterben. Aber es gibt auch Menschen, die wieder vom Hospiz, wie du sagst, in ein Pflegeheim oder so kommen. Ja, wir entlassen ungefähr ein Viertel der Hospizgäste in die mobile Betreuung und die kommen dann wieder, die wechseln. Also ich habe gerade jetzt die Zahlen von 2015 analysiert und habe gesehen, dass 75 Menschen zwischen stationär und mobil hin und her gewechselt sind. Also das kann sein, das macht eigentlich Hoffnung, oder? Ja. Das ist doch ein großer Prozentsatz, der auch nochmal wieder Freude am Leben haben darf. Genau. Und dass jemand nach Hause geht und dann noch eine gute Zeit zu Hause ist und dann wieder kommt. Das ist ein toller Schlusssatz. Das ist alles möglich, ja. Wunderbarer Schlusssatz. Nach Hause zu gehen. Nach Hause zu gehen, Hoffnung, Friede. Ja. Also die Mama ganz liebe Grüße. Ja. Ich grüße sie, sie kennt dich ja. Also, sie kennt mich, aber sie wird sich auch an mich vielleicht nicht erinnern. Vielen Dank Dankeschön. Fürs Dankeschön. Dasein Danke. Und wunderschönen Dankeschön. Abend. Wir sehen uns. Zu Hause. Tschüss.